Der letzte. Ich habe die Ehre. Bitte. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ist ein guter Begriff zum Abschied. Okay. Inklusion. Inklusion. Ja. Ich wünsche uns das. Safe. Und ich denke, dass wir Menschen mit Behinderungen viel dazu beitragen können, um Menschen über unsere Situation aufzuklären, die kleinen Hindernisse im Alltag aufmerksam zu machen, damit wir ja im Großen und Ganzen dem Wort Inklusion Leben einhauchen. Wir hatten das zwischendurch schon, als wir jetzt die ganze Zeit durchgearbeitet haben sozusagen. Du hast irgendwie mal zwischendurch erwähnt, dass du es cool findest, wenn man unterwegs ist und seine Freude beispielsweise zusammen teilt oder zusammen Momente sammelt. Und das geht halt teilweise nur, wenn die Inklusion meiner Meinung nach noch ein bisschen größer wird. Und es gibt auch viele Leute mit einer Einschränkung, die selber erstmal mit sich und der Einschränkung klarkommen müssen, aber voll gerne unterwegs wären. Und ich glaube, wenn man die inklusiv einfach mehr mit ins Boot holt und ganz normal sozusagen, das ist schon normal, aber normal behandelt, mit rausgeht, ich glaube, dann kann man zum Beispiel mit einer Kugel Eis nie was falsch machen. Zu meiner Zeit oder in meiner Generation war das natürlich schon alles noch ein bisschen schwieriger. Weil zum Beispiel gab es bei uns im Ort keine Schule, auf die ich gehen konnte, weil sie nicht rollstuhlgerecht war. In meinem Fall war das so, dass ich dann lange Strecken zurücklegen musste, um auf die nächste Schule zu kommen. Scheiße. Heutzutage ist es natürlich schon besser, dass Neubauten auch wirklich barrierefrei sind, ebenerdige Eingänge, und dass Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung tatsächlich die Chance haben, quasi aufzuwachsen und im Austausch zu sein. Und ich denke, das ist eine gute Basis, dass Menschen mit und ohne Behinderung sich auch im öffentlichen Raum treffen können. Und dazu zählt Barrierefreiheit. Und ich denke, wenn wir das Thema anfassen, dann ergibt sich das andere auch. Und das heißt, du würdest sagen, speziell bezogen auf früher und heute, dass sich auf jeden Fall schon was getan hat? Es hat sich was getan und ich denke, in der Konsequenz gibt es noch einiges mehr zu tun. Und ich denke, auf der Reha-Care können wir uns auch dazu sicherlich auch austauschen. Bestimmt.